Ja, gib's ihm, Zoe, let's go. Willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, Zoe ist hier krass am Trainieren, während Nuni noch ein kleines Päuschen hat. Er wurde ja im letzten Part befördert zum Geheimagenten. Echt krass ist eigentlich, also es freut mich auch megamäßig. Und genau, wir müssen einfach weiterhin fleißig werden, weil wir haben irgendwie 30 Simoleons pro Mal krasser. Spion, Anführer oder Doppelagent ist die nächste Stufe. Wir sind jetzt gerade Stufe 7 und es gibt, glaube ich, 3 Stufen insgesamt. Er soll dann einfach mal, genau, wir haben ja gesagt, Daten durchsuchen. Jetzt geht es natürlich wieder daran, die Ansprüche zu erfüllen. Heißt Charisma Level 6. Logikfähigkeit habe ich, glaube ich, sogar schon Level 7, oder nicht? Okay, Charisma, ja. Fehlt jetzt nicht wirklich viel. Logik habe ich Level 8 sogar schon. Oh wow, okay, krass. Ja, weil es bietet sich halt wirklich an, ganz ehrlich. Und du isst schon wieder. Nein, wir haben gesagt, du machst eine Diät mit Ding. Ich hoffe, sie wird davon nicht, ja, sterben. Wenn es so ist, dann mein Gott, dann tut es mir auch leid auf jeden Fall. Aber naja. Schnee werfen auch. Große Köstlichkeit, stimmt. Also das kann ich ja auch machen, das vergesse ich immer. Ich würde sagen, unsere liebe Zoe, die kann einfach mal, ja, also hierhin teleportieren und dann ein bisschen angeln gehen. Weil wenn wir schon hier so nah an unserem Haus haben, können wir es ja mal machen. Angeln gehen, so. Und weil Noni muss halt erstmal jetzt hier seine Arbeiten vollführen. Hat die Angelfähigkeit. Ach so, jetzt erst, okay. Er ist gelangweilt, ja, neugierig auf Gruppen. Zu viel Arbeit und keine Gruppenversammlung. Können wir tatsächlich machen. Welche auch für. Oh, da ist ein Pfadfinder. So, Tantieme-Berichte sind wieder da. 1500. Anscheinend sind die Fische in der Gegend cleverer als nun. Sie sollte woanders angehen. Okay, ja, kein Wunder dann. Wer hat Geld? Ermüdet wegen Training. Ja, dann, was weiß ich. Gepennen. Noni kocht. Wow. Level 3, ja. Ist die Sache, ne? Ups, da wollte ich nicht hin. Mir geht das auch ganz gerade ein bisschen zu flott, Familienessen zubereiten. Nee, passt schon. Warum hast du dich ein Nickerchen? Nein. Du bist doch nicht mal müde. Also. Jetzt so aufräumen. Aber ich muss die wirklich beide ein bisschen hungern lassen, habe ich das Gefühl. Oder wie schaut es denn Noni aus? Also auf jeden Fall noch besser als sie. Also ich werde euch bald einfach den Herd zumachen, ganz ehrlich. Er geht jetzt wieder einen Schneemann, Schneeengel machen, okay. Nope, ihr sollt nichts essen, meine Güte. Du sollst lieber schlafen gehen. War wieder falsch rum? Nee, war es gar nicht. So, ihr geht aber beide schlafen. Stimmt, und was ich noch machen muss, ist unser Diebesgut vom letzten Part zu verkaufen. Also sogar zwei, okay, nur 600, schade. Da gänge auf jeden Fall mehr. So, und schon habe ich wieder 1000 dazu verdient. Na gut. Hey Noni, fändest toll, wenn du unserer Gruppe Abtrünnigen beitreten würdest. Was sagst du dazu? Noni ist doch schon der mit den zwei Gruppen. Wie schauen denn die Abtrünnigen aus? Ah, nee, du. Ehrlich gesagt. So, er ist ein Sammler? Wegen Wahl eines Naturbestrebens. Wir haben schon noch das Bestreben, ne? Ah ja, hier mit dem Mixer. Okay, zwei Barhocker besitzen haben wir ja in dem Haus dann. Und 10 Getränke mixen. Ja. Sollten wir mal langsam vielleicht angehen. Zack, ich meine, er hat schon so eine krasse Stufe einfach jetzt. Eine epische Geschichte. Sich selbst motivieren. Ich glaube, das ist für Charisma, oder? Selbstbewusstsein steigern, ja, ist nicht schlecht. Das vom Spiegel selber reden soll ja wirklich ziemlich helfen, was so Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein angeht. Und vor allem auch, wenn du dann vor anderen reden musst, dann soll das ja echt gut sein. Schneemann bauen mit Noni. Nee, einfach mal Schnee schaufeln kannst du machen. Ich weiß, sie hungert, aber mein Gott, dann ist es halt so. Ja, ich mach dann auch gleich, wenn wir mit Noni fertig sind. Er ist immer noch gelangweilt, aber sich selbst zu motivieren, Daten durchsuchen, ist ja mal abgeschlossen, das ist gut. Wie gesagt, er soll vom Spiegel reden, sich motivieren, dann duschen, das da und dann machen wir Spaß. Ja, soll einfach ein bisschen spielen. Spielt sich halt einfach an. Er hat halt so viel zu tun einfach. Ja, duschen ist nicht schlecht. Okay, dir geht's jetzt soweit gut.
Nun ist er raus, perfekt, dann. Warum hat sie gerade Magier-Level dazu bekommen, frage ich mich. Hierhin teleportieren, hierhin teleportieren, hierhin teleportieren. Sorry, ich will mal kurz einen Punkt haben. Ah, ich hab schon. Oh, okay. Gut, dann werde ich. Ah, es läuft eh nicht weiter. Was haben wir denn hier? Zum Mentor geboren. Beim Üben oder Experimentieren anderer Magiern werden deine Beziehungen und Fähigkeiten schneller verbessert. Dann, eifriger Sammler. Dieses sind halt mehr Objekte im Reich der Magie. Ja, unnötig. Schalte mal magische Kontakte in anderen Magiern frei, um Magier-IP zu erhalten. Magische Sozialaktionen hört sich echt interessant an. So, sie ist jetzt glücklich, das freut mich. Ich will mal wissen, was das ist, deswegen lade ich jetzt einfach mal kurz jemand ein. Joa, mit wem denn? Oh, Candy, hi. Wer ist denn Anetta? Die habe ich ja noch nie gesehen. Teenager, aber er war ein Magier, das weiß ich. Glückliche Dings schreiben, nee, einladen auf aktuellen Grundstück. Und Ute dürfen wir auch nicht vergessen. Nalani, glückliche SMS schicken. Ute. Und Packer A, die mag ich irgendwie alle drei. Wir können mal so eine WG mit denen vielleicht, keine Ahnung. Sehr gut, er ist da. Du hast recht, Zoe. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren uns. Ja, klar doch. Sehr gut, dann werde ich Noni einfach mal lassen. Gerne doch. Okay, anscheinend ihr beide versteht euch, Nalani und sie, aber... Noni und Nalani, ja, da ist noch Verbesserungsbedarf auf jeden Fall da, ne? Schade eigentlich. So, was ist denn das? Ach, hier waren wir ja schon mal. Da habe ich schon mal was gekauft, so viel weiß ich. Nalani, du musst kurz hier bleiben. Ich muss kurz was klauen. Zusammen hierhin teleportieren? Wait, what? Ja, eben, ich war gerade verwirrt. So, was ist hier wertvoll? Eigentlich nichts, ne? Ich bin schon fies, dass ich immer was stehle, aber hey, ich habe einfach kein Geld. Simpel. Okay, Schneehaufen werfen auf Noni? Ach, Nalani stand da wahrscheinlich schon. So, kann ich hier irgendwas Teures vielleicht? Also aus dem unteren Stockwerk. Falsch. Nein, gut, dass ich Pause habe. Das da? Egal. Auf jeden Fall wieder ein Schneesturm da. Mit Freunden abhängen. Cool, das ist sogar so ein Ding. Oh oh. Nein, warte mal. Zusammen hier hingehen. Habe ich es geklaut? Nee. So, jetzt möchte ich Magie, Zauber. Nein, ich möchte dann hierhin teleportieren. Und dann, wie gesagt, das hier klauen. Es ist asozial, aber naja. Essen bestellen. Oh. Nee, ich klaue es lieber. Und? Hallo? Ist jetzt abgebrochen. Wahrscheinlich immer, wenn er da ist. Wenn er da arbeitet. Oh, da sitzt Nalani. Nein, 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 du sollst schon hier hingehen. Weg mal. Hallo, du sollst weg da gehen. Ich frage mich halt, warum ich sie überhaupt klauen kann. Also, no joke. Kochen. Verbessern. Nein. Ja, doch, ich hätte schon das da. Das sieht echt teuer aus. Ist auch echt schade. Dieb ist gut. Geht nicht. Ja, okay, jetzt habe ich es gesehen. Kann vielleicht das. Nein, nichts kochen. Magie, Zauber, Diebesgut. So, jetzt aber. Bin ja noch da oben. Also ich hoffe, es sieht uns keiner. Hat er folglich einen Gegenstand geklaut. Sehr gut. Dann nehme ich das da einfach mal. Schokobrötchen essen. Und ich rede mit ihr. Über neueste Spiele reden. Ah, da läuft sogar Musik. Aber warum hört man die denn nicht? Zusammen tanzen, yeah. Und Lautstärke ändern. Ah, deswegen. War sie jetzt auf... Ich habe ehrlich nicht geguckt.
Niedrig, mittel. Ah, voll cool eigentlich, dass hier sowas läuft. Ich find's voll cool. Warte mal, Morgan hat eine bessere Verbindung als Dings. Was? Oh yeah. Sorry, mich stört kurz was. Ich weiß, es ist irgendwie doof. Ah, guck mal, ich kann hier sogar Sachen eh verkaufen. Als im Unendlos-Modus, okay. Nein, ich möchte nur kurz... Das ist interessant, dass das geht. Nein, ich möchte es... Hierhin. Das ist einfach besser für mich, deswegen... Oh, jetzt haben sie aufgehört. Voll cool. Aber ich schau mal, was gibt's denn hier alles? Sender wechseln. Was höre ich denn gerade? Tween-Pop. Nee. Nochmal Sender wechseln. Alter, was geht bei ihr jetzt ab? Läuft auf jeden Fall bei den beiden. Aber mir gefällt's auch, muss ich sagen. Also ich find's schon cool. So, was macht Noni überhaupt? Um sich selbst kümmern. Kontakt knüpfen mit. Oh ja, mit ihm. Ich hoffe, das schaut dann besser aus. Mal schauen. Es sind voll coole Lieder hier. Und ich glaube, die sind sogar aus Gruppe austreten. Gruppenversammlung. Leiter loben. Jo, mach ich mal. Alter. Nicht sauer? Nee. Gelangweilt. Wow. Nein, ich möchte eigentlich jetzt, wenn ich schon das machen kann, dann machen wir das doch gleich mal. Leiter loben, Gruppenhandschlag. Nee. Wie geht denn das? Gruppenversammlung. Bitten, Versammlung, müssen Wesen einzuberufen. So. Soll ich dein Ernst sein? Die Gruppe könnte echt einen neuen Leiter gebrauchen. Was soll denn das sein? Alter, Nalani. Und Noni, denen geht's echt gar nicht gut. Oh je, Noni muss auf jeden Fall noch ein bisschen sich reinsteigern, was das angeht anscheinend. Ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber interessant. Oh, wir haben jetzt immer hier unsere Versammlung. Upsi. Naja, so, Noni. Oh, musst du nicht zur Arbeit eigentlich? Nee. Also nochmal. Polizisten will's machen. Ich mach jetzt einfach mal ein bisschen. Was haben wir denn für Aufgaben eigentlich? Ja, ja, natürlich die. Dann durchs Labyrinth irren. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Gruppenaktivität, eine übrig. Na, es macht halt keinen Sinn. Tanzen fände ich eigentlich ganz cool. Unfug und Chaos, nein. Schwimmen wäre schon cool, aber nee. Sozial vielleicht? Nee. Techtelmechtel. Wie kann das denn eigentlich Dings sein, WTF? Weckt das Lahme nicht? Nein, Dart, Gart, Blasrutsche. Ich glaube, ich werde das Ganze einfach mal ändern. Tischfußball spielen, wow, das geht. Körperliche Spiele spielen. Leute, ich werde einfach mal die kompletten Aktivitäten ändern. So, und zwar die Aktivität entferne ich. Alienkräfte. Ja, wir wissen ja, wen wir da aufnehmen nur, ne? Wir nehmen ja nur Alien, Vampir, Meerjungfrau, Magier oder halt Kind des Meeres auf. Deswegen werde ich jetzt die Sachen wegnehmen. Ich finde halt Aktivitäten viel cooler. Alles, was mit Grillkäse zu tun hat. Nein. Bargetränke trinken ist eigentlich ganz cool. Aber das ist auch nicht so eine was ich meinte eigentlich. Ich meinte eigentlich so tanzen. Ja, da ist es ja. Und dann noch Hobbys im Kessel verwenden, lesen. Ja, es ist halt alles so speziell. Wir wollen uns ja auf alle Dinger dingsen, ne?
Genau. Draußen. Kann man nicht einfach baden? Gibt's nicht einfach baden? Hacken, als ob. Kinderaktivitäten. Oh, wie cool. Das können wir mal machen, wenn wir Eltern sind. Nee, also da will ich nichts. Draußen. Winteraktivitäten. Ja, das geht halt auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit alles. Was hätte ich das jetzt auch alles mal weglassen würde? Schnitzen. Schlitt- und Rollschuhlaufen gehen. Was? Das geht? Okay, krass. Ja, gut, hier finde ich jetzt eigentlich auch nichts. Tanzen haben wir ja schon. Dann vielleicht. Was hatte ich denn da jetzt noch im Kopf? Moment. Tanzen. Ah ja, genau, ich weiß wieder. Ah, okay, das ist sogar hier. Ja, genau, Gartenspaß-Dings verwenden. So, mit Nalani. Okay, ich gebe es langsam echt auf gleich mit ihr. Zusammen hier hingehen. Klingt gerade schon mit ihr, ne? Ich mache es irgendwie immer schlimmer, wenn ich mit ihr rede. Jemanden parodieren. Schmeicheln. Ist das Alina Millers? Ach ja, und die sind fake jetzt. Warum? Ah, ist das witzig. What the fuck, Alter? Ist das weird, Alter? Ich hätte vor, wir könnten dann gleichzeitig zwei Möglichkeiten machen. Wo gehst du jetzt hin? Ah ja, okay. Sehr gut, Charisma Level 6. Ah, nice. Moment mal, war das nicht das, was ich brauche? Ja, perfekt. Okay, das war easy. Wo ist eigentlich da? Da ist sie. So, Tag verschönern. Anmachspruch. Ich probiere es, wie gesagt, einfach ein paar Mal noch. Wenn das dann nicht geht, dann, mein Gott, ist es halt so. Romantik. Flirten. Dann machen wir. Ich will halt es langsam angehen. Dann schlüpfrige Frage stellen. Danach. Erstmal. Nein, Kuss der Meerjungfrau, genau. Oh, ich könnte hier sogar mit jemandem spielen. Oh, kokett. Habe ich mich selber getroffen, wahrscheinlich. Sie ist auch kokett. Oh mein Gott, zum ersten Mal. Hose anbieten. Schmutzigen Witz erzählen. Hände küssen. Jetzt lasse ich die beiden. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Alina Millers. Über Missgeschicke mit Trinken reden. Von Magie schwärmen. Ach, das ist das. Das sind diese Interaktionen, die wir eben gerade bekommen haben. Was macht sie denn die ganze Zeit? Hilfe? Ich umarme mich selber, ist das cool. Und? Schon weg mit euch. Oh, sie machen's. WTF, was hat er getan? Oh, und wie geht's jetzt weiter? Mit Nalani plaudern. Sehr gut. Ersten Kuss erleben? Nein, so schnell jetzt auch nicht. Und fragen, ob Single ist, ist natürlich klar. Krass, wie es jetzt läuft, Beziehungstipps. Und dann mache ich einfach noch einen Witz erzählen. Also, wow. Man muss einfach manchen Leuten mehr Chancen geben. Hat erfahren, dass Nalani Single ist. Aha. Vampirwitz machen. Und dann schmutzigen Witz erzählen. Ich möchte auch mit ihr Polizistenwitz machen. Und dann mit Ute. Was trinken Vampire am liebsten? Dracula. Oh, wow. Einfach nur wow. Aber ich finde die geil. Ich will noch mehr davon. So, und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, was wir sonst nie geschafft haben. Noni ist mit Nalani mehr oder weniger alleine. Oh, sie will sogar knuddeln. Oh mein Gott, das ist ja schön jetzt. Aber wisst ihr was? Ich biete dir noch eine Rose an und dann lasse ich das erstmal für heute. Süßholz raspeln. Ah ja. Ersten Kuss erleben, nee. Gestehen sich angezogen zu fühlen. Ulala, was geht denn mit bei euch ab? Bitten, Freunde zu sein. Okay, nee, das geht mir ein bisschen zu schnell hier.
Oh, okay. Ich besuche ihn später nochmal. Was meint ihr? Wer ist jetzt wer? Alina ist da. Ich kenne mich selber gut. Eine Frage. Ja, das dachte ich mir. Wenn ich jetzt eine romantische Beziehung mit mir selber aufbauen kann, das wäre weird. What the fuck, Hilfe. Und? Kompliment übers Aussehen machen. So. Und ich glaube, dann noch Witz über Enten machen und dann lasse ich euch beide erstmal. Aber ja, ist gut, dass das jetzt doch irgendwie geklappt hat. Finde ich ja ganz toll. Geht wieder mit mir selber. Lustig vorstellen. Upsi, falsch. Es ist weird. Obwohl, ich will schon, dass wir uns kennen. Lustig vorstellen. Warum ist er verspielt? Auf den Höhenflug. Ja, also wirklich. Wegen Sozialkontakte. Wow, sehr gut. Comedy Level 3. Wer bist du denn? Gator. Lustig vorstellen auch. Und dann... Kann ich sie nicht irgendwie herrufen? Egal. Oh je, was ist bei dir los? Spitzbübisch bedrängen. Let's go. Hast du dich jetzt bei ihr vorgestellt? Keine Ahnung. So, wer bist denn du? Und ist Nalani weg? Nee, da kommt sie wieder. Okay, sie war einfach nur oben. Also der ist so weird, der Typ. Das ist ja echt abnormal. Ich find's richtig komisch, aber naja. Nach Tagfragen kann man ja trotzdem mal, ne? Wer ist jetzt wer eigentlich? Das ist Zoe und das ist Alina. Richtig weird. Kann ich mit der ne? Nee, sehr gut. Schlaflied, egäische Frage. Ich will mal wissen, was das für einen Effekt hat. Ja, doch, ich kann es ja da oben sehen. Das bedeutet, ich mach das jetzt mal. Schmeichelnd, da sind sie halt geschmeichelt, also denke ich mal kokett. Da schlafen sie ein und jetzt ist da. Ist es jetzt der egäische Frage? Sehr verspielt. Ah, jetzt ja. Zoe. Nein, sie ist weg. Nee, doch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie ist. Oder wer ist eigentlich? Sie ist glücklich. Ah, okay, eine egäische Frage macht also glücklich. Ja, alles klar. Karriere unbekannt. Bekannte sind wir. Okay. So, ich möchte jetzt nochmal mit ihr das da machen. Und dann war es das auch. Polizistenwitz. Also so schmutzige Witze. Ich weiß nicht warum. Aber naja. Oh, Vladislaus ist irgendwie weg. Okay, aber ich habe eine Idee. Wir könnten mit Noni mal spielen mit Vladislaus. Genau, weil es bietet sich einfach an. Darf ich mal gucken, wer gewinnt? Der ist alleine? Spielen mit. Vladislaus. Warum geht's denn nicht? Warum haben wir direkt Dings bekommen? Okay, ich bin bekannt auf hier. Ich bin bekannt, genau. Nein, ich bin gespannt. Spielt ihr überhaupt noch? Ja, oder? Gewinnt da eigentlich jemand irgendwann mal? Bin mir echt nicht sicher. Ja, obwohl, langsam, wer ist überhaupt was? Ich glaube, Noni ist gerade leider am Verlieren, weil er braun ist, also schwarz. Und es sind weniger Figuren. Ah, nein! Oh, nice! Noni ist sogar weiß, das heißt, er führt gerade, oder nicht? Ich spule mal vor. Aber was mich kurz mal interessieren würde, was macht ihr denn? Ach, mit dir selber reden. So, ich würde aber sagen, ich werde die Versammlung beenden. Ich hoffe, ihr spielt noch zu Ende. Er ist inspiriert, absolut inspiriert. Komm, wer gewinnt jetzt bei euch? Irgendwie verändert sich da nichts.
Aber eure Beziehung sollte sich um einiges verändert haben. Ja, obwohl um einiges ist gut gesagt. Man muss ja in die Arbeit. Okay, mit Nalani gehen wir jetzt. Oh ja, okay, in 2 Tagen, das geht ja. Er muss aufs Klo, gut. Ich will mal was sehen. Tantieme wieder mal. Oh, aber schon weniger jetzt. So, ich will was. Hilfe, wer ist jetzt wer? Ah, hier ist Zoe. Ist sie jetzt ganz weg oder wo? Ist sie jetzt irgendwo? Denn ich muss ihr natürlich auch noch was klauen. Warum ist die Tür hier drin? Naja, ich gehe auf jeden Fall mal hier hoch. Oh, das geht sogar. Aber ich schicke mein Uni davor nach Hause. Ist er bitte weg? Sehr gut. Es brennt. Sehr gut. Aber es juckt eh keinen, das Feuer. Jetzt frage ich mich, oh, hier ist auch ein PC. Jawohl, das wird ja wohl das Dings hier sein, das Größte. Über Gefühle bloggen. Ja, komm. Können wir mal machen. Und danach... Danach möchte ich aber... Ah, da ist sie ja. Ach, hier ist Zoe. Ah, das ist Sandy Millers. Ah ja, gerade hatten wir jemand anderes. Hilfe, nein, das ist zu weird. So, nein, so, du sollst bitte... Nein, so. Mehr Auswahl, Magie, Zauber, Diebesgut. Weil ich denke, wie gesagt, das ist das, was am krassesten ist. Zoe wurde erwischt, ja, von dir. Du kannst jetzt mal weggehen. Magisches Duell von Magie, Schwärmen, Zauber... Wandeln, Betörung, Gedanken kontrollieren. Ach, da mache ich noch Chilio. Zack, ach, das war Chilio. Oh, okay, und dann kann ich noch Inferno. Ach, wisst ihr was? Na. Ich kann nur noch Inferno machen. Gut, ich gehe einfach. Ich meine, alle sind schon längst weg. Oh, aber Moment, mich würde noch eine Sache interessieren, bevor ich gehe. Was machst du denn da? Das ist ein Maler oder so. Kleines Gemälde kaufen. Sag jetzt nicht. Reparatur? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Das will ich jetzt sehen. Oh nein. Oh nein. Oh, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Jetzt ja. Wie die wirklich das Feuer sehen müssen, damit sie ausrasten. Davor juckt sie irgendwie gar nicht. Ich finde es gerade witzig eigentlich. Aber ich will nicht alles anzünden. Und will einmal zündet man sowieso nicht an. Geht auch von alleine aus. Ja, eben. Ausgezeichnet. Gemälde verwerfen. Let's go. Genau, ich wollte ja noch gucken. Ich habe ja noch mein Buch. Ausgezeichnet, sehr gut. Ich gehe nach Hause und gebe das direkt ab. Das ist halt das, weil sie wieder inspiriert war, ne? 5 ausgezeichnete Bücher. Ja, da habe ich halt noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, daran liegt's. Sonst wäre es ein bisschen schade. Dün, 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 dün. So, dann machen wir das gleich mal. Oh, Schneewerfer auf den Uni, nein. Rechnungsinfo an Verlag verkaufen. Was? Sendest du ein Buch in die Literaturzüge, werden dir jeden Tag hohe Tantieme gezahlt. Was? Seit wann geht das denn? Ja, und dann geht's hier schlafen. Zack. Noni kriegt einfach nicht genug. Okay. Der Literaturzüge wird die Arbeit von Zoe lieben. Bücher können nur einmal pro Woche eingesendet werden. Dafür sind täglichen gezahlten Tantiemen höher als bei Veröffentlichung. Sehr gut. Ich hoffe, das lohnt sich. Was machst du jetzt schon wieder? Du musst doch hydrieren. Und dann die Dusche verbessern. So. Weil du gerade konzentriert bist, kannst du es gleich mal machen. Und dann, warum sind hier immer so diese Kinder? Alina Niesen. Das ist vor allem ein Kind, ein Mädchen, okay. Ich sag einfach mal interessant, ne? Temperatur Level 6. Stühle, Schreinertische herstellen. Sehr gut. Außerdem kann er recyceln. Achso, ja genau, wir müssen mal wieder verkaufen. Ah, es hat sich gelohnt. 4000. Ich überlege mir gerade, soll ich einfach meinen Kack-PC dafür wegwerfen?
Ja, let's go. Easy, Leute. Easy. London Standard. Und was habe ich hier? Lecker. Ja, let's go. Da habe ich auf jeden Fall die richtigen Sachen gekauft. Ich schiebe das einfach gleich noch richtig hin. Nach dem Part. Let's go. Easy. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Folge von The Sims 4 wieder. Der PC ist jetzt auf jeden Fall krass. Gestohlen von Villa. Oh je, das steht da sogar. Ich freue mich auf mehr. Oh, das geht jetzt. Stimmt, Level 6. Ich freue mich auf mehr. Sims 4. Gemeinsam mit euch. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder. Habt bis dorthin jetzt einen traumhaft schönen Tag und tschüss.